Ach, wie schön ist das. Endlich wärmere Temperaturen. Endlich Sonne, die so langsam durchkommt. Endlich draußen sein können wieder. Mit Blick in den freien Himmel. Über mir fliegen und zwitschern die Vögel. Um mich herum duftet es nach Blüten und frischem Gras. Ich stehe hier vor der Dorfkirche in Kleinscheppenstedt. Sie ist sehr alt. Ihre ersten Grundmauern sind romanisch. Das heißt, sie stammen aus dem Mittelalter. Von außen ist sie eher schlicht. Doch sie verbirgt ein kleines buntes Geheimnis, das ich Ihnen nachher drinnen noch etwas näher zeigen werde. Vorher möchte ich aber diesen schönen Platz noch ein wenig genießen. Denn endlich kann ich draußen wieder durchatmen. Viel zu lange ging das ja nicht. Meine Sehnsucht nach Sonne ist riesengroß. Ich möchte ihre Energie spüren und mich von ihr beleben lassen. Der Natur geht es genauso. Auch sie sehnen sich nach Wärme und Licht. Die ersten Knospen recken ihre Köpfe in die Höhe. Erstes Grün zeigt sich an den Zweigen. Und wir Konfirmanden und Konfirmandinnen sind auf Entdeckungstour gegangen und haben tatsächlich die ersten Frühjahrsblühe entdeckt. Schneeglöckchen, Krokusse, Hyazinthen, Narzissen, Winterlinge, Kätzchen, Frostlilien, Tulpen oder einfach nur zartes Grün, das nur raten lässt, welche wunderbare Blüte es hervorbringen wird. Die Natur zeigt uns, das Leben kehrt zurück. An so vielen Orten kann man es sehen. In so vielen Formen und Farben zeigt es sich. Auch in der Tierwelt geht es bald munter zu. Das Leben kehrt zurück. Küken schlüpfen aus Eiern. Tierbabys entblicken das Licht der Welt. Frösche quaken und lassen ahnen, dass die Teiche bald voller Kaulquappen sind. Die Natur im Frühjahr zeigt uns mit bunten Farben, wie das Leben zurückkehrt. Für dieses großartige Geschenk danke ich Gott, weil er im Rhythmus des Jahres das Leben wiederbringt. Kommen Sie doch mit in die Kirche und lassen Sie uns das heute feiern. Herzlich willkommen in der Dorfkirche Kleinscheppenstedt. Sie umfängt uns mit ihrem schlichten Charme, den hellen Farben, den lichten modernen Fenstern, die sie hat. Alt trifft neu und zeigt den Kreislauf des Lebens. Ein neuer, schöner Tag beginnt. Lieber Gott, behüte du dein Kind. Ich höre das erste Amselied. Mein Schutzengel singt leise mit. Er hütet mich auf allen Wegen und schenkt mir seinen Schutz und Segen. Mein Gott, vorüber ist die Nacht. Gesund und froh bin ich erwacht. Behüte mich auch diesen Tag, dass mich kein Unfall treffen mag. Amen. Zu Ostern feiern wir, dass das Leben zurückkehrt. Mit der Natur und mit Jesus Christus. Leiden und Sterben war nicht das Letzte. So einzigartig war die Botschaft. So war auch sein Ende auf Erden. Hören wir mal, was der Evangelist Lukas schildert, Kapitel 24. Ganz früh am Sonntagmorgen, dem ersten Tag in der neuen Woche, nahmen die Frauen die wohlriechenden Öle mit, die sie selbst zubereitet hatten, und gingen zum Grab. Dort angekommen, sahen sie, dass der große Stein, mit dem man die Grabkammer versiegelt hatte, zur Seite gerollt war. Als sie die Grabkammer betraten, fanden sie den Leichnam von Jesus, dem Herrn, nicht. Verwundert überlegten sie, was das zu bedeuten hatte. Plötzlich traten zwei Männer in glänzend weißen Kleidern zu ihnen. Die Frauen erschraken und wagten nicht, die beiden anzusehen. Doch die Männer fragten sie, warum sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht mehr hier. Er ist auferstanden. Denkt doch daran, was er euch damals in Galiläa gesagt hatte. Der Menschensohn muss den gottlosen Menschen ausgeliefert werden. Sie werden ihn kreuzigen, aber am dritten Tag wird er von den Toten auferstehen. Da erinnerten sich die Frauen an Jesus' Worte. Und sie liefen aus dem Grab zurück in die Stadt, um den 11 Jüngern
und vor allen anderen zu berichten, was sie erlebt hatten. Zu diesen Frauen gehörten Maria Magdalena, Johanna und Maria, die Mutter von Jakobus. Dazu noch etliche andere, die die Botschaft an die anderen weitersagten. Die Botschaft zu hören, muss unglaublich gewesen sein. Das Leben war in Jesus zurückgekehrt. Zuerst konnten die Frauen das nur hören. Gesehen haben sie Jesus erst etwas später. Aber sie brauchten auch keine Augenzeugen. Ihnen reichte das, was sie gehört haben, die Erzählungen. Denn sie erinnerten sich daran, dass Jesus ihnen das angekündigt hatte. Wie so oft, ein wenig durch die Blume und in Bildern. Jesus redete von sich in dritter Person, als der Menschensohn. Ein Ich kam Jesus eher nicht über die Lippen. Aber wer Jesus wirklich kannte, der wusste, dass er seinen Worten vertrauen kann. Das war kein hohles Geschwätz, nichts leichtfertig Dahergesagtes. Kein verbales Machtspiel und auch keine Werbepropaganda. Jesus hatte davon erzählt, dass Gott das Leben will, für ihn und für die Menschen, ja, für die Natur. Und nun zu Ostern bewahrheitet sich das. Worte werden Realität. Jesus lebt wieder. In Jesus war das Leben zurückgekehrt. Gott hatte ihm neues Leben geschenkt. Es kam aus Gottes unendlicher Lebensfülle, aus Gottes großer Lichtenergie. Die Frauen am Ostermorgen und die Jünger werden zu Zeugen für das Leben. Auferstehungszeugen nennen wir sie. Zu Ostern erinnern wir uns an sie, jedes Jahr neu. In der österlichen Freudenzeit lasse ich mich gern von ihnen anstiften. Lasse mich wie die Frauen zu den beiden weiß gekleideten Gestalten bringen. Wer mögen sie gewesen sein? Sie erscheinen mir wie Engel, die eine Botschaft von Gott bringen. Sie wissen von der himmlischen Lebensenergie und teilen ihr Wissen mit denen, die es hören wollen und die es glauben können. Diese Lichtgestalten berühren mich. Sie öffnen mir den Blick in den Himmel, denn sie bringen eine Botschaft vom Himmel aus einer anderen Welt hinein in diese irdische Welt, die sich so sehr nach Licht und Wärme sehnt. Die Botschaft der Engel und der Frauen haben viele gehört, damals und später auch. Immer wieder ist von ganz vielen Menschen zu ganz unterschiedlichen Zeiten ihre Geschichte erzählt worden. Hier in der Kirche in Kleinscheppenstedt erzählen die Figuren der Glasfenster die Geschichte weiter, nun schon seit 30 Jahren. Die lichten Gestalten sind heute die Auferstehungszeugen. Sie zeugen von dem Leben, das zurückgekehrt ist. Sie tragen ein lichtdurchflutetes Gewand. Fast schemenhaft und doch irgendwie greifbar. Wie Engel erscheinen sie, geschlechtslos und doch ausdrucksstark. Sie sind ganz bei sich und doch innig verbunden mit Gott. Zart und mit Energie zugleich. Sie sind Heilige in einer evangelischen Kirche, durchströmt von dem Licht des Himmels. Fast schwerelos haben sie Mühen und Lasten abgelegt, sind belebt von Gott und erzählen davon, dass das Leben zurückgekehrt ist, dass das Leben in sie zurückgekehrt ist. In ihnen kann ich mich gut wiederfinden. Ihre Farben sind meine Farben. Ihre Körperhaltung erinnert mich an meinen eigenen Weg in der Welt. Ein Weg, der mal ein einsamer Weg ist, schwerlich und mit gesenktem Kopf.
und dann auch wieder zuversichtlich mit Jesus an meiner Seite, ein Weg, der voranschreitet, getragen vom Licht und von der Energie des Himmels, wie sie zu Ostern in Erinnerung gerufen werden. Von diesen Auferstehungszeugen als Lichtgestalten möchte ich mich in diesem Jahr zu Ostern beleben lassen. Ich möchte von den Heiligen die Zuversicht nehmen, dass das Leben zurückkehrt. Ja, dass mein Leben zurückkehrt, wie es mal bei mir war, als ich noch nicht darüber nachdenken musste, was Normalität bedeutet oder heute neu bedeutet. Ganz gleich, wohin der Weg führt, ich wünsche mir, dass ein Leben zu mir zurückkehrt, das den Namen Leben wirklich verdient. Die Energie der Natur nehme ich in mir auf, wie auch die Zuversicht der Lebensgabe Gottes durch Jesus. Es muss in diesem Jahr Realität werden, dass das Leben zurückkehrt. Es mag klein beginnen, aber ich hoffe darauf, dass Gott Großes wachsen lässt. Das Leben kehrt zurück. Mit dieser Gewissheit feiere ich in diesem Jahr Ostern, allen Einschränkungen und Beschränkungen zum Trotz. Und ich möchte Sie herzlich einladen, mit mir zu feiern, in der Zuversicht, dass Gott das Leben wieder zurückkehren lässt. In den nächsten Tagen, Wochen oder Monaten, vielleicht im Sommer. Aber ich habe die Gewissheit, Gott lässt das Leben zurückkehren. Und zu Ostern fängt die Hoffnung an. Amen. Der Herr ist auferstanden. Halleluja. Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja. Lasst uns danken für das Leben, für die Freude und die Wonne. Lasst uns danken für die Osterbotschaft, die zu uns kommt. Lasst uns beten für alle, die nach Gott suchen, die nach Gott rufen, aber auch für alle, die an Gott zweifeln. Lasst uns danken für alle Begegnungen mit dem Auferstandenen und seinen Zeuginnen und Zeugen. Lasst uns beten für alle, die ihn kennen und für alle, die ihm noch nicht begegnet sind. Lasst uns danken, dass der Auferstandene bei uns ist. Und lasst uns ihn bitten, dass er bei uns bleibt, heute und alle Tage, bis zum Ende der Welt. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Gott des Lichtes und des Lebens strahle auf über uns. Er lasse das Licht der Liebe aufstrahlen und wärme unser Herzen mit seiner Lebensglut. Er lasse uns aufstehen, wenn Leid unser Leben lähmt. Er lasse uns seine Stimme hören, wenn er ruft: Ich will, dass du lebst. So schenke euch den österlichen Segen, Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.